Wir stehen hier vor dem Siegerprojekt. Der neue Bregenzer Hafen soll so aussehen. Was hat den Ausschlag gegeben für dieses Projekt? Den Ausschlag gegeben hat, dass das Projekt eine klare Antwort für diesen Ort findet. Dieses Projekt ist ein sehr repräsentatives Projekt und an diesem Projekt kann weiterentwickelt werden und auf die Bürgerwünsche auch eingegangen werden. Wie viele Projekte wurden eingereicht? Wie viele kamen in der engere Wahl? Es wurden 13 Projekte eingereicht. In der dritten Runde der Jury waren noch 4 Projekte. Was waren grundsätzlich die Voraussetzungen, die jedes Projekt zu erfüllen hatte? Um in die vierte Runde zu kommen, war wichtig, dass der Hafen zur Stadt hin sich offen äußert und die Stadt dem Hafen gegenüber offen präsentiert, dass die Durchlässigkeit zwischen Hafen und Stadt gegeben ist. Können Sie vielleicht kurz noch mal was sagen zum Siegerprojekt? Was wird da die Touristen und natürlich auch die Bregenzerinnen und Bregenzer erwarten im neuen Hafen? Der neue Hafen wird für die Bregenzer angenehmer, indem der Rad- und Fußweg klar getrennt ist, die Aufenthaltsbereiche vor den Gastschiffen größer werden und somit die Aufenthaltsqualität vergrößert wird, die im Detail bei diesem Projekt sicher noch feiner ausformuliert werden müssen. Für die Gäste vom Bregenz bzw. die Schifffahrtsfahrenden werden eine klare Einladung von der Bregenzer Stadt bzw. von den Hauptgebäuden, Postamt, KUB, Landestheater und neuem Landesmuseum bekommen. Man hat sich für das Projekt entschieden. Erst danach jetzt dürfen die Interessierten die Projekte begutachten. Hätte man nicht auch die Bevölkerung mit einbinden können und sie nicht jetzt vor vollendete Tatsachen stellen? Ich glaube, dieser Weg, wo dort durch die Eigentümer, die Seestadt GmbH und durch die Walter-Klaus-Gruppe getroffen wurde, bei der Masterplanung ein Bürgerbeteiligungsverfahren zu machen, das heißt, die Bürger zur Grundsatzentscheidung Umbau Hafen und zu den Grundsätzen zu befragen, ist erfolgt. Bedanke mich bei den Bürgern für die rege Teilnahme. Wir haben über 2.500 Zuschriften bekommen, die auch ausgewertet wurden und im Größeren vorgestellt worden sind. Das jetzige Projekt ist, wie schon gesagt, ein erster Schritt im Architekturverfahren, im Gestaltungsverfahren und dieses Projekt lässt noch einige Variationsmöglichkeiten offen.